Ich spüre etwas dunkel. Nur der Schalter. Hier war gar nichts. Was ist, wenn ich hier den Schalter umlege? Weil jetzt ist die ja offen. Sterbe ich wieder. Ich spüre etwas Dunkles in diesem Raum. Hat das was mit dem Licht zu tun? Hat das was damit zu tun, wer das öffnet? Also quasi, wenn sie jetzt hier hingeht? Stimmt. Ja, denn. Ich hab's noch nicht ganz verstanden.
Aber den Schalter kann sie jetzt öffnen. Hier keinen Schalter. Nur diesen. Was, wenn ich den aufmache? Da steige ich noch nicht so ganz durch. Also wann und wann nicht. Merkwürdiges Licht. Was ist denn, wenn ich jetzt mit ihm... sie hier einschließe? Ich habe es noch nicht verstanden. Aber wenn ich das richtig sehe, kann der Geist nicht in erleuchtete Räume. Aber das bringt mir nichts.
verstehe es nicht. Läufst du durch diese geschlossene Tür? Du verwirrst mich, Junge. Du verwirrst mich. Frage, wenn ich den Schalter nutze, geht das Licht aus und er ist tot. Das heißt, es hat was mit dem Licht zu tun. Die Innensinn ist auch ein Schalter. Das heißt, logisch wäre, wenn ich... Ich spüre etwas Dunkles in diesem Raum. Also diese Tür muss offen sein und ist aber unabhängig von dieser Tür. Nein, es müssen beide Türen offen sein, damit hier Licht brennt. Aber vielleicht habe ich es doch nicht verstanden. Ich meine Aufnahmepause. Das ist zu kompliziert für mich, glaube ich. Also das hat jetzt für mich so nicht so richtig Sinn gemacht. So richtig? Nicht. Ich brauche auf alle Fälle noch was von einem Priester. Und noch was... Siebtes. Aber ist auch nur eine, ist nur noch ein Sarkophag da. Kann ich vielleicht... Eine Idee hätte ich noch. Kann ich vielleicht mit der... Wenn ich jetzt hier hingehe... Die Kerze? Oder das Feuerzeug? Deswegen lasse ich es an dieser Stelle und schaue, ob mir beim nächsten Mal mehr einfällt, weil jetzt, keine Ahnung, gar keine Ahnung. Egal. Bis dann. Tschüss.